So, meine lieben Damen und Herren, ich darf nochmal alle bitten, sich der Bühne zuzuwenden, Platz zu nehmen, uns ihre geschätzte Aufmerksamkeit zuzuweisen, weil jetzt kommt einer der absoluten Höhepunkte des diesjährigen University Future Festivals, das Quiz Wer wird Millionär? Sie sehen hier auch schon das Plakat. Das heißt, jetzt ist Fachwissen und Schnelligkeit. Ich weiß, es ist später Nachmittag, aber vielleicht haben Sie alle, ihr alle genügend Cola und Kaffee getrunken, um jetzt noch reaktionsschnell zu sein, weil jetzt heißt es, wer wird Millionär? Die Netzwerkstellen, die sich heute Vormittag schon exemplarisch durch die beiden Damen vorgestellt haben, die sind ja jetzt hier auch maßgeblich beteiligt gewesen und haben sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Genauer gesagt Svenja Gödicke von der FH Münster, Dr. Anke Marx von der Fernuni Hagen und die Sarah Görlich hat sich jetzt hier hinter den Regiepult gesetzt. Die haben das Quiz stellvertretend für das gesamte Netzwerk des Landesportals Orca NRW konzipiert, an dem sowohl alle Gäste hier im O-Werk teilnehmen können, als auch natürlich, weil wir ja Hybridveranstaltung sind, natürlich auch die ganzen Online-Teilnehmenden mitmachen können. Den Rest verraten die drei bzw. zwei jetzt hier gleich am besten selbst. Auf den Gewinner wartet am Ende ein kleiner Preis. Also allen schon mal viel Erfolg und ganz viel Spaß bei Wer wird Millionär? Ja, hallo und herzlich willkommen auch nochmal von unserer Seite. Mein Name ist Svenja Gödicke, das ist Anke Marx und dort hinten ist Sarah Görlich im Off. Wir freuen uns stellvertretend für das Netzwerk, heute hier stehen zu können und Wer wird Millionär mit Ihnen zu spielen. Wir hoffen, dass Sie alle hier sowohl vor Ort als auch online mitmachen werden und Ihr Wissen rund um OER auf den Prüfstand stellen wollen. Denn, wie Markus gerade schon gesagt hat, es gibt etwas zu gewinnen, es lohnt sich also. Viel Erfolg für alle, die mitmachen. Ja, und alles, was Sie benötigen, ist ein Endgerät, das internetfähig ist. Und wenn Sie wirklich um den Preis mitspielen möchten, dann würden wir Sie bitten, Ihren Realnamen anzugeben, also Vor- und Nachnamen, weil sonst können wir das hinterher nicht zuordnen. Wer anonym bleiben möchte, kann das natürlich auch mit einem Fantasienamen. Und was Sie machen müssen ist, Sie sehen hier joinmyquiz.com, das müssten Sie bitte aufrufen und dann anschließend den Spielercode eingeben, 983974. Wenn Sie das gemacht haben, werden Sie dann aufgefordert, einen Namen einzugeben. Wie gesagt, nur wer den richtigen Namen eingegeben hat, kann auch gewinnen. Genau, wir warten jetzt einen Augenblick, um ja. Ihnen die Gelegenheit zu geben, sich einzuwählen und werden dann gleich starten. Genau, wer nicht mitmachen möchte, das ist auch völlig in Ordnung. Der kann einfach sich zurücklehnen, genießen oder mit dem Kandidaten oder der Kandidatin hier mitfiebern, weil wir möchten Sie auffordern, wer möchte denn hier vor Ort gerne mal den Quiz durchleben? Hat jemand Interesse? Wer möchte auf die Bühne und einmal das Quiz miterleben? Also die Fragen sind nicht schwierig, es geht auch um Zeit, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, das haben wir fast gedacht, ne? Dass sich keiner melden wird. Aber wir wären kein Netzwerk, wenn wir nicht vorher schon unsere Fühler ausgestreckt hätten und gefragt haben. Und Sina hat sich bereit erklärt, sie würde das machen. Bitte großen Applaus für Sina, Nietzsche. Genau, vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast und herzlich willkommen. Du kannst gerne in unsere Mitte kommen. Genau, und ich nutze die Zeit, während Sie sich einwählen, um einmal die Quizregeln zu erklären. Also es werden jetzt gleich nacheinander Single-Choice-Fragen gestellt mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten. Nur eine ist richtig. Es geht aber nicht nur darum, richtig zu antworten, sondern auch schnell. Weil nur der schnellste Richtige kann wirklich Sieger werden und Millionär. So, gut, nach Ablauf der Zeit würden wir dann immer Sina fragen, nach ihrer Einschätzung und schauen, ne, wie fit du im Thema OER bist. Ich glaube, ich habe da kein schlechtes Gefühl. Und dann werden wir das auch aufklären, was wirklich richtig ist. So, ich würde sagen, wir haben noch so eine halbe Minute Zeit zum Einwählen. Ich hoffe, das klappt soweit. Wir haben schon 41 Personen, die sich eingewählt haben. Das sieht schon ganz gut aus. Gut. Hast du schon mal an so einem Quiz teilgenommen, Sina, oder ist das das erste Mal für dich?
Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal. Und dann direkt auf der großen Bühne. Dankeschön. Wir hatten ja im Netzwerk schon zu Weihnachten so ein Quiz und das war auch total toll. Ja. Wir nehmen auch dasselbe Tool. Gut, dann würde ich sagen, ich zähle mal zurück, 3, 2, 1 und dann würde ich sagen, wir starten den Quiz jetzt. Wofür steht die Abkürzung OER? Die Zeit ist um. Sina. Ja, ich würde sagen Open Educational Resources. Ja, ganz genau. Das fiel ja heute schon häufiger. Aber ein paar wussten es noch nicht, wie man sieht. Wer hat hier falsch getippt? Researcher. Ja, also OER sind natürlich die offenen Lehr- und Lernmaterialien jeglicher Art und in jedem Medium, die unter einer offenen Lizenz stehen. Gut, dann jetzt die zweite Frage. Wofür steht jetzt das Akronym ORCA? Ja, Sina, was sagst du dazu? Ja, ich finde schon mal eure Antwortmöglichkeiten total cool. Ich hätte fast gesagt, so Open Revolutionaries Create irgendwas. Das finde ich total toll, aber ist natürlich falsch. ORCA steht für Open Resource Campus NRW. Genau, vielleicht noch mal als kurze Erklärung, weil OER sind ja das Herzstück von ORCA und deswegen muss es natürlich auch im Namen vorkommen. So, die nächste Frage. Was macht jetzt das Netzwerk Landesportal? Ja, die Möglichkeiten sind schwer, deshalb ist ein bisschen mehr Zeit zu dem Lesen und Denken. So, die Zeit ist um. Sina? Ja, ich nehme Antwort 3. Es informiert über Open Educational Resources an den NRW-Hochschulen. Obwohl ich die anderen Antworten auch gut finde, vor allen Dingen das mit der Zeitmaschine. Könnte ja in Zukunft vielleicht noch kommen. Aber genau, die ORCA-Netzwerkstellen sind halt an den 37 Hochschulen in NRW und beraten Lehrende rund um das Thema OER und ORCA. Ja. Aber die Zeitmaschine fehlt uns noch. Die nächste Frage. Welche Aussage trifft auf Open Educational Resources zu? Die Zeit ist schon wieder um. Sina. Ja, ich würde sagen, sie sind adaptierbar und in verschiedenen Kontexten einsetzbar. Ganz genau. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Super. Ja, und wir haben die anderen abgestimmt. Genau so. Wie sieht es denn aus eigentlich? Kann man schon was sehen, wer vorne liegt? Zwischendurch. Aber wir sind natürlich unparteiisch. Gut, nächste Frage. Welcher fiktive Film würde LiebhaberInnen von OER nicht gefallen? Okay.
So, jetzt wird es spannend. Sina, wofür würdest du dich entscheiden? Oh, es ist schwierig, aber ich nehme das Schweigen der Lärmmaterialien. Ganz genau. Also die erste Antwort würde nicht gefallen, weil ja bei offenen Lärmmaterialien die 5V-Rechte eingeräumt werden. Vervielfältigen, verwenden, verarbeiten, vermischen, verbreiten. Und das widerspricht ja dem Gedanken, eigentlich Materialien zum Schweigen zu bringen. Ganz genau richtig. Super. Die nächste Frage. Wofür steht der Baustein ND in einer CC-Lizenz? Die Zeit ist um. Sina, ich denke, das wirst du beantworten können. Ja, natürlich. Also der Baustein ND steht für No Derivatives. Das heißt, man darf Materialien nicht verändern. Genau. Übersetzt also keine Bearbeitung. Das heißt, Material darf weder verändert werden und ist eigentlich in dem Sinne auch kein wirkliches OEA. Ne? Genau. Ja. Die nächste Frage. Nach welcher Regel sollte eine Lizenzangabe erfolgen? So, Sina. Jetzt wird's ernst. Oh ja, genau. Wie sage ich das? Also Orca hat ja vor ein paar Monaten eine Postkarte rausgegeben und da ist sozusagen die Tulu-Bar-Regel wird da sozusagen erklärt und BA, der Baustein, ist sozusagen Bearbeitung und Ausnahmen. Das habt ihr jetzt hier gar nicht darauf mit hingeschrieben, aber ich nehme natürlich die Tulu-Regel. Die Titel, Urheber, Link zum Ursprungsort, Link zur Lizenz und was war nochmal? Lizenz, genau. Dankeschön. Und Bearbeitung und Ausnahme, wenn man nach Orca geht. Genau. Ja, super. Dem ist nichts hinzuzufügen. Die nächste Frage. Attila ist aber auch gut. Was passiert mit urheberrechtlich geschützten Materialien 70 Jahre nach dem Tod des bzw. der Urheberin? Die Zeit ist wieder um. Sina, deine Bühne. Ja, genau. Die Lizenz oder die das Urheberrecht erlischt. Das heißt, man kann dann halt nach den 70 Jahren diese Werke auch neu veröffentlichen. Das passiert halt oftmals auch mit literarischen Werken, die dann auch neu, also wo Verlage dann herantreten und die dann neu veröffentlichen. Genau, also das Urheberrecht erlischt. Und by the way, ist es total cool zu sehen, wie ihr alle euch unterhaltet und fleißig an eure Smartphones tippt. Genau, im Paragraph 64 des Urheberrechtsgesetzes ist das dann auch so verankert. Und? Letzte Chance, letzte Frage. Auf welcher der folgenden Seiten können CC-lizenzierte Bilder gefunden werden? So, das war's jetzt. Sina, was meinst du? Ja, es gibt natürlich verschiedene Plattformen, aber ganz richtig ist halt Wikimedia Commons. Pixabay ist halt eine Seite, die hatte früher mal CC-lizenzierte Bilder, hat aber die Lizenzierungspolicy ein bisschen geändert und von daher empfehlen wir Netzwerkstellen das eigentlich nicht mehr, diese Seite. Genau, ja. Ja, perfekt. Perfekte Antwort. Oh, Pixabay. Ich sehe gerade hier, 9 Leute haben Pixabay angeklickt.
Gut, dass ich es gesagt habe. War also gut, vielleicht dieses Wissen nochmal aufzufrischen und daran erinnert zu werden, lieber die Finger weg davon im OER-Kontext. Ja, es war die letzte Frage. Insofern lassen wir doch jetzt mal den Blick darauf werfen, wer gewonnen hat und ob die Person vor Ort ist oder online dazu geschaltet. Es ist spannend. Und es ist hier sehr still, falls man das im Online-Stream nicht hört. Es ist jetzt gerade viel stiller als bisher am Tag. Und wir haben einen ersten Gewinner und der ist vor Ort. Und Malte. Netzwerkstelle. Und er ist keine Netzwerkstelle. Ja. Malte, wenn du magst, du kannst gerne auch nach vorne kommen und dir deinen Preis abholen. Ja, das wäre doch toll. Weil Sarah kommt auch extra nach vorne. Genau, Sarah, die bisher im Off war, kommt jetzt. Also wir hätten dir wirklich jetzt gerne eine Million auch überreicht, aber das Budget war nicht entsprechend. Aber wir sind nah dran. Gratulation. Gratulation. Wunsch. Dankeschön. Wir haben natürlich ein bisschen was vorbereitet. Zum einen die Million. Einen Moment. Einmal. In kleinen Scheinen. In kleinen süßen Schein. Nicht nummeriert. Dankeschön. Oh, das sind ein paar Orca-Goodies. Oh, das ist super, dankeschön. Genau. Und wir haben natürlich noch was, was jetzt gerade noch nicht physisch auf der Bühne ist, aber was Sie natürlich auch noch kriegen, und zwar den Goldstandard für OER. Ein Buch für Ersteller von OER-Materialien, damit Sie demnächst die perfekten OER-Materialien erstellen können. Genau, das bekommen Sie auch noch. An der Stelle nochmal vielen Dank fürs Mitmachen, sowohl vor Ort als auch online. Und wir bedanken uns für diesen spannenden Tag hier auch im O-Werk auf der Orca-NRW-Bühne und wünschen auf jeden Fall noch einen schönen Abend allen, die hier sind, dann später auch eine gute Heimreise und freuen uns, dass Sie heute alle dabei waren oder vielleicht auch noch später schauen. Vielen Dank auch. Danke. Du hast mir, ich bin jetzt nochmal auf die Bühne gesprungen, ihr habt mir danke, du hast mir fast schon das Schlusswort genommen, aber als guter Gastgeber, ich habe ja heute Morgen um 9 war es, glaube ich, um 9 Uhr die Veranstaltung eröffnet. Jetzt ist es soweit, dass wir uns bedanken, wie du schon gesagt hast. Also ganz, ganz vielen Dank an alle, die digital auch teilgenommen haben, sich beteiligt haben, an alle Gäste, die uns mit ihren spannenden Vorträgen bereichert haben und maßgeblich dazu beigetragen haben, dass der Tag so toll war. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie jetzt nicht alle sofort nach Hause flüchten, sondern vielleicht noch etwas Muße und Geduld haben oder Ausdauer, jetzt beim Get-Together hier zu bleiben für Getränke. Und ich darf schon mal verraten, es gibt auch alkoholische Kaltgetränke im Kühlschrank. Lokales Bier hier aus der Stadt, bitte bedienen Sie sich. Und es gibt noch eine Kleinigkeit zu essen. Und es wartet noch am Abendprogramm noch ein weiteres Highlight. Also es lohnt sich nochmal jetzt hier zu bleiben. Danke auch an den Makerspace, der hier drüben sitzt, der uns diese Bühne hier zur Verfügung gestellt hat, freundlicherweise. Und es lohnt sich auch bei den Kolleginnen und Kollegen, wer mal hier in der Nähe ist, beim Makerspace vorbeizuschauen. Danke ans HFD und den Stifterverband für die Organisation des gesamten Festivals und allen Anwesenden jetzt einen schönen Spätnachmittag bzw. Abend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.